Hey ho und herzlich willkommen zurück, Leute, zu einem neuen Projekt. Und ihr seht es ja schon am Titelbildschirm. Wir spielen Doom 3 auf der PlayStation 4 Pro. Und das war damals, als es rausgekommen ist, wirklich legendär. Es hatte eine phänomenale Grafik. Es sieht immer noch eigentlich ziemlich gut aus. Und ich habe auch alles Mögliche schon eingestellt, schon mal kurz ausprobiert, wie es läuft. Und ich würde auch sagen, dass die erste Folge jetzt so zwischen 30 bis 45 Minuten länger haben wird. Wir fangen jetzt an und da es ein Intro geben wird, werdet ihr mich erstmal kurze Zeit nicht hören. Also, bis gleich. Achso, und diese Version enthält auch die DLCs, ne, Auferstehung des Bösen und Lost Mission. Aber wir fangen erstmal mit Doom 3 an. Wird also ein etwas längeres Projekt und ich wünsche euch schon mal viel Spaß. Bis gleich. Die Union Aerospace Corporation ist das größte Unternehmen der Welt. Ursprünglich auf Waffen- und Verteidigungsprojekte spezialisiert, dringt sie nun in weitere Felder vor. Biologische Forschung, Weltraumforschung und andere wissenschaftliche Projekte. Dank unbegrenzter Gelder und der Möglichkeit, sich mit ihrer Forschung außerhalb der moralischen und rechtlichen Grenzen zu bewegen, verfügt die UAC über die fortschrittlichste Technologie, die je entwickelt wurde. Transporter im Anflug erfasst. Mars Anflugkontrolle. Darkstar auf 07063. Wir sind bei 38000. Verstanden, Darkstar. Sinken auf 2000. Bodenkontakt bei 26972. Verstanden, Tower. Wir haben Sie auf dem Radar, Sir. Sie werden gleich landen. Ausgezeichnet. Schicken Sie Counselor Swarm direkt zu mir. Ja, Sir. Tower, hier Darkstar im Landeanflug. Verstanden, Darkstar. Alles bereit. Willkommen zurück. Schrecklich, dass es dazu kommen musste. Ich wollte nicht herkommen. Er ließ Ihnen keine Wahl. Stimmt. Aber das ist das letzte Mal. Ich bin es leid, immer wieder seinen Dreck wegzuräumen. Richtig. Sie übernehmen hier. Und ansonsten schlage ich zu. Wenn es denn sein muss. Betrüger wird lernen, sich nach uns zu richten. Wie Sie wünschen, Kanzler. So, und da beginnt auch das Spiel. Wir sind ja der neue Mars Marine, der hier gerade angekommen ist. Und wir werden unser Team verstärken. Zumindest denken wir das. Und im Übrigen, ich weiß ja nicht, ob ihr das schon wusstet, die PS4 Pro Version läuft in richtigen 4K und bis zu 60 Frames. Also das ist schon nicht schlecht, Herr Specht. Und wir können auch interagieren und ihr habt ja auch gesehen, die ganzen Anzeigen. Alle Neuankömmlinge müssen sich im Empfang melden. Jo, alles klar. Die interagieren auch miteinander. Die gerade in der Videosequenz gezeigt. Ich muss hier raus. Gehen Sie für eine schnelle Abfertigung direkt zum Empfang. Das sollten Sie auch. Ich bin gerade erst angekommen. Ich hau doch nicht schon wieder ab. Was ist mit dir los? Okay. Man kann hier noch ein bisschen nachgucken. Da seht ihr ja, schließen. Also, wer weiß, was da drinne ist. Und wir spielen nun weiter. Willkommen auf dem Mars Marine. Moin. Bin der Neue, komm jetzt öfter. Ich muss dich bitten, für einen Bioscan auf eines der roten Vierecke zu treten. Das dauert nur eine Sekunde. Na, ich stehe schon drauf. Okay, ich fange dann mal an. Macht es. Du musst still halten. Wenn du dich bewegst, dauert der Test nur länger. Bin auch still. Gut, der Bioscan sieht gut aus. Freigabe erteilt. Oh ja. Wenn ich das hier alles so sehe, dann kommt so richtig geiler Retro-Feeling auf.
Ich habe aber übrigens, wie gesagt, das Original nie gespielt, sondern erst die BFG-Edition. Und bitte melden Sie sich bei der Verwaltung. Ja, ich habe es ein bisschen zu spät gespielt. Aber ich wollte trotzdem nochmal für etwas ältere Leute oder etwas ältere Gamer halt dieses Spiel nochmal zeigen, ne? Weil es halt so geil ist. Erstes Mal. Lass deine Tasche ruhig hier. Ich lass sie zu deinem Quartier bringen. Okay, zunächst erstmal das Wichtigste. Dies ist dein Personal Data Assistant. Den brauchst du für den Zugang zu allen sicheren Bereichen. Freigaben für Sicherheitszonen werden sofort heruntergeladen. Er ist wichtig. Verliere ihn nicht. Ich sehe hier, dass Sergeant Kelly angefordert hat, dich sofort zu sehen. Geh direkt zum Marine-Kommando. Es geht da lang. Folge den Schildern. Alles klar. Das werden wir auch machen. Ich hätte auch gerne eine Dose Cola. Aber nö, kriege ich nicht. Das ist eine rauchfreie Einrichtung. Bitte rauchen Sie nur in den gekennzeichneten Bereichen. Danke für Ihr Verständnis. Bitte danke. Oh ja, im Original war es ja so, da war ja die Taschenlampe ein eigener Gegenstand und hier ist es mit dran. Weil es offenbar gravierende Probleme gibt. Ach wirklich? Muss ich Sie an die bahnbrechende Arbeit erinnern, die wir hier tun? Nein. Aber ich wurde vom Vorstand autorisiert, mir alles anzusehen. Der Vorstand hat Sie autorisiert? Hm. Der hat doch keine Ahnung von Wissenschaft. Die wollen nur, was ihnen noch mehr Geld einbringt, ein Produkt. Keine Sorge, Sie bekommen Ihr Produkt. Nach wie vielen Unfällen? Sagen Sie mir, Dr. Betruger, warum haben so viele Arbeiter Angst, beschweren sich, beantragen die Versetzung vom Mars? Sie kommen halt auf dem Mars nicht klar. Sie sind erschöpft und überarbeitet. Mehr und fähigere Leute und ein größeres Budget hätten selbst diese Unfälle noch verhindern können. Sie bekommen nichts mehr, bis mein vollständiger Bericht dem Vorstand vorliegt. Ich brauche vollen Zugang, Dr. Betruger, Delta eingeschlossen. Da gibt es doch sicher keine Probleme. Nur wenn Sie sich verziehen, Swan, bleiben Sie mir vom Hals. Hier werden bald erstaunliche Dinge geschehen. Warten Sie nur. Gehen wir. Was das im Übrigen zu bedeuten hat, werden wir wahrscheinlich bald herausfinden. Oh ja. Das ist übrigens auch das erste Doom mit einer richtigen Geschichte. Oder Kampagne, wenn man so will. Und sie war, glaube ich, nicht schlecht. Wenn ich mich jetzt noch richtig dran erinnere. Wie gesagt, ich habe das die BFG-Edition erst 2013, glaube ich, gezockt. Also 2004 ist es erschienen. 9 Jahre später. Ich fand es zwar nicht ganz so geil wie die ersten beiden Doom-Teile, aber ist nur meine Meinung. Da ist aber ein Horror-Ego-Shooter ist, habe ich mir gedacht, müssen wir es gemeinsam zocken. In Delta soll es noch mehr Unfälle gegeben haben. Unfälle? Der ist gut. Nennen die das jetzt so? Hm. Sag mal, was zur Hölle ist da drüben los? Achtung, Dr. Brady, bitte kommen Sie zum Büro der Umweltverwaltung 4 Alpha. Er ist in der Kommandozentrale. Alles klar, ich gehe dann in die andere Richtung lang. Der sieht ein bisschen merkwürdig aus. Oh, jetzt ist er tot. War anscheinend auch wieder ein Unfall. Hier ist die Leitung des Delta. Wir fordern ein weiteres Sicherheitsteam für Delta an. Ja, Sir. Danke. Irgendwas ist hier mächtig am Dampfen. Das ist nicht mein Furz. Das hat ja gedauert, Marine. Nun, es geht um Folgendes. Noch einer vom Wissenschaftsteam wird vermisst. Als ranghöchster Scheißneuling darfst du ihn suchen. Zieh dich in der alten Kommunikationsanlage um. Angeblich wollte er dorthin. Der einzige Weg ist die Wartungspassage unterhalb von Mars City. Ich habe die Wache so programmiert, dass sie dich zum Wartungsaufzug führt. Der folgst du hoffentlich besser als den Befehlen bisher. Am Sicherheitskontrollpunkt unten am Aufzug findest du Ausrüstung. Und wenn du ihn findest, bring ihn einfach zurück. Rühr ihn nicht an. Los jetzt. Ah ja, mache ich natürlich. Ich weiß ja eigentlich, wo es lang geht.
aber wir haben den Befehl bekommen, dieser Drohne zu folgen, also machen wir das auch. Achtung, UAC-Mitarbeiter. Möchten Sie mehr Credit sammeln? Melden Sie sich noch heute bei Ihrem Abteilungsleiter als Freiwilliger für das Delta-Labor. Weißt du, was Carter gesagt hat? Nein, was? Ich würde mich niemals als Freiwilliger irgendwo melden, also zumindest nicht in dem Spiel. Bei der Scheiße, die die UAC macht. Der UAC liegt die Lebensqualität ihrer Mitarbeiter am Herzen. Nutzen Sie unser hochwertiges medizinisches Angebot. Vielleicht später mal. Also ich müsste eigentlich ein PDA gesammelt haben. Aber ich glaube, es war 5, 6, 3. Auch nicht? Okay, wartet mal. Wir haben ja ein PDA. Oder habe ich jetzt ein PDA vergessen? Das wäre jetzt natürlich voll die Scheiße. Ich glaube, ich habe ein PDA vergessen. Komme ich wieder zurück? Eigentlich gab es hier in der Nähe noch ein PDA, das musste man einsammeln und dann könnte man nämlich rein theoretisch, wo wir gerade warten, einen Code eingeben. Ich weiß jetzt bloß nicht mehr, wo es den genau gab, also dieses PDA. Hier glaube ich nicht, ne? Nope, hier ist nur Coke. Hier müsste es gewesen sein. Miller, hast du von Corporal Allen gehört? Tja, er ist wohl ausgeschleppt. Ist die Woche nach Hause. Genau, da haben wir's. Ohne Scheiß. Da hören wir uns jetzt mal nebenbei an. Audiolog des Wartungstechnikers Adam Bernesch. 10. November 2145. Ich habe die Anschlüsse an den Hitzeschilden heute Morgen problemlos reparieren können. Allerdings habe ich da unten etwas ziemlich Seltsames erlebt. Kurz nach dem Einstellen der Anschlüsse hörte ich ganz deutlich ein Flüstern. Ich ging den Geräuschen nach, fand aber nichts. Ich sah in den Arbeitsprotokollen nach, aber außer mir war heute niemand unten eingeteilt. Das, neben dem, was ich von den Leuten im Delta-Labor höre, hat mich richtig fertig gemacht. Ich bin sehr ungern im unterirdischen Wartungsbereich. Die Leute dort sind irgendwie komisch. Dieses Gemurmel und ihr Aussehen. Der Bereich ist einfach unheimlich. Ich bin ständig darauf gefasst, dass sich plötzlich jemand auf mich stürzt. Ich habe meine Werkzeuge und den kaputten Modulator in den Lagerschrank neben dem Wartungsaufzug gesperrt. Die Techniker können mit dem Schrankcode 396 darauf zugreifen. Lockende. Okay. Ich wollte gerade sagen, wäre ja beinahe richtig gewesen, aber leider stimmt dem. Ist dem nicht so. Naja, was soll's. Man sieht natürlich schon, dass das Spiel älter ist. Aber ich finde, man kann manchmal auch ein paar ältere Games zocken, weil es war damals ziemlich, ziemlich gut. Ich habe es nur gesehen und nicht selber gespielt. Aber auch nicht komplett, also. Und es gab sogar eine Version für die Xbox, ja, für die originale Xbox. Und die war auch ziemlich Willkommen gut. Willkommen im Verlies, Marine. Dem langweiligsten Ort auf dem Mars. Schnapp dir eine Rüstung und sichere deine Waffe. Dann geht's durch die Sicherheitsschleuse. Jo, alles klar. Okay, nimm dein Zeug. Jetzt bist du einsatzbereit. Testen wir kurz den Funk. Mars-Sicherheit, Funktest. Super. Gutes Signal. Du bist für die stillgelegte Kommunikationsanlage eingeteilt. Nimm den Hauptkorridor durch die unterirdische Verzweigung, dann geradeaus. Du wirst kurz draußen sein und kannst dir die Mars-Oberfläche ganz aus der Nähe ansehen. Okay. Du bist bereit. Ach ja, da unten arbeiten Zivilisten. Halt dich zurück und fang nicht an, rumzuschießen. Diese PDAs sind ganz wichtig, wie gesagt. Werd da auch bald noch merken, warum. Hey, nicht anfassen. Wieso nicht? Hui. Okay. Ich höre ja schon auf. Ich gehe ja schon weiter, alles gut. Wir können auch noch rennen, obwohl wir schon ziemlich schnell sind. Hey, du
suchst den Wissenschaftler, richtig? Ja. Ich bin nicht sicher, ob du ihn finden willst, aber egal. Wieso ist der völlig durchgedreht, Mann, oder was? Scotty, das habe ich schon tausendmal gemacht. So schwer ist das nicht. Oh, Scotty. Warum gehst du da nicht mit deinem fetten Arsch hier runter und machst es selbst? Weil es mein Job ist, dass du es tust. Mach die Kupplung fertig, damit es weitergeht. Das war, glaube ich, gerade eine Anspielung auf Star Trek. Fünf, drei, eins, war es hier, genau. Wie gesagt, ich öffne das jetzt schon, weil dann können wir mich nachher ganz in Ruhe einfach nur noch das ganze Zeug einsammeln. Könnt ihr Wartungstypen denn keine der Maschinen am Laufen halten? Ich sehe gar nichts mehr. Oh, jetzt. Jetzt schon! Leider ist es, glaube ich, von der BFG-Edition hier. Das heißt also, deswegen haben wir nicht die originale Taschenlampe. Aber was soll's. Hey, bist du auf dem Weg ins Kommunikationszentrum? Beeil dich besser. Diese Passage führt nicht bis ganz dorthin. Eine kurze Strecke führt draußen lang zur Luftschleuse. Dein erstes Mal. Keine Sorge, du hast genug Sauerstoff. Alles klar. Vielleicht mache ich auch minimal länger als 30 oder 45 Minuten. Mal gucken. Kommt auch auf meine Lust drauf an. Ja, wir haben eigentlich wirklich genug Zeit. Ich kann hier auch schon was einsammeln. Wir haben nämlich gerade Adrenalin bekommen. Genug Zeit, immer ruhig bleiben. Könnt ihr das sehen? Naja, hätte ich mir jetzt schon holen wollen, aber es ging nicht, Marie, weil ich leider voll bin. Hier ist Sergeant Kelly. Du musst dich beeilen. Durchsuch den Bereich und schwing deinen Arsch zurück nach Mars City. Ende. Alles klar, wir sind bald da. So, okay. Müsste eigentlich gleich wirklich da sein, wenn ich mich nicht irre. Hm? Nein, nein! Bitte, ich muss diese Nachricht absetzen. Sie müssen gewarnt werden, solange noch Zeit ist. Ich kann doch nicht... Sie wissen nicht, was ich sah. Sie können das unmöglich verstehen. Zwei. Der Teufel ist real. Ich baute seinen Käfig. Ich kriege ungewöhnliche Messwerte rein. Nicht gut. Wir können das Level nicht halten. Das gibt's nie. Gott, steh uns bei. Das sieht nicht gut aus. Ey, Alter! Okay, den haben wir schon mal geschafft. Alle Einheiten, hier Sergeant Kelly. Sie werden von einem unbekannten Feind angegriffen. Alle Mann zurück zum Hauptquartier und dort neu formieren. Mein Kopf weggeschossen. Nochmal. Zurück zum Hauptquartier und wartet. Im Alpha! Rückzug! Zurück! Wir müssen hier raus! Kommandozentrale! Es gibt ein Problem in Ebene 1! Raus! Raus! Wie ihr merkt, ist die Kacke am Dampfen. Kommandozentrale, es gibt ein Problem in Ebene 1.
Truppenführer, Lagebericht. Ende. Kommandozentrale, hier Team Bravo. Wir haben einen Toten und zwei Verwundete. Ende. Kommandozentrale, hier ist Feuerteam 4. Wir sitzen im Alpha-Labor fest. Kommandozentrale, hier Feuerteam 2. Hauptenergiesysteme in der Subebene sind ausgefallen. Nur Hilfsenergie und Lebenserhaltung warten. Wählen Sie die Opfer. Hier herrscht Chaos. Kommandozentrale, wir versuchen den Bereich zu sichern. Okay, der hat sich jetzt gerade den Soldaten auf jeden Fall schmecken lassen. Den hätten wir. Da kommen wir anscheinend nicht mehr lang. Ich muss mal kurz die Taschenlampe aufladen. Hier Kommandozentrale. Meldet euch beim Marine Hauptquartier und wartet auf Befehle. Hä? Eigentlich hätte das jetzt funktionieren müssen. Aber hier ist nichts. Ein bisschen länger gedauert. Mann, lag doch mal nach! Bin ich gleich tot! Arsch! Die gehen auch in Deckung, wie man sieht. Mann, dass der nicht automatisch nachlädt. Ich glaube, das habe ich ausgestellt. Und wie man sieht, kommen wir nicht durch die Tür. Da war ein PDA. What? Würde ich ja gerne. Wo bist du? Natürlich vergessen, dass ich hier runtergefallen bin. Ah ja. Passiert. Keine Chance! Alle raus aus dem Versorgungskorridor! Los, los! Kommt hier nicht noch ein Soldat? So wenig Leben, Alter. Oh, das war Schwein. Okay, der Strom ist anscheinend auch ausgefallen. Und hier unten, glaube ich, konnte man irgendwas sammeln. Erste Hilfe haben wir aufgenommen. Hier gibt es leider nichts mehr. Hm.
Fall um, Schätzchen. Wo seid ihr? Ich kann nicht... Team Alpha, Rückzug! Ah! Ah! Scheiße! Zwei Sekundärteams verlassen die Position! Folgt meinem Signal! Sie kommen durch die Wände! Das war knapp. Hallo. Na, willst du mich auffressen? Ist noch jemand? Alter! Teilweise echt ein bisschen knapp, ne? Ich bin schon voll geheilt. Kommandozentrale, es gibt ein Problem in Ebene 1. Kommandozentrale, es gibt ein Problem in Ebene 1. Raus, raus! Stopp! Danke! Raus hier! Oh Gott, ich weiß nicht wohin! Was? Mich trotzdem erwischt, der Sack. Alter, dafür stirbst du. War hier nicht noch für uns Scotty drin? Oh, jetzt haben wir dort eine Kreatur. Na. Ich hab ihn gerade irgendwie nicht getroffen, warum auch immer. Alle Einheiten, hier ist Sergeant Kelly. Wir kennen unseren Gegner nicht. Ich wiederhole, Angreifer-ID negativ, aber es sind brutale Drecksäcke. Wer das Hauptquartier nicht erreichen kann, stockt seine Munition auf, festigt seine Stellung und bleibt auf Abstand. Der Drecksack hat mich neu getroffen. Das ist ein Bombenspaß. Okay, ich habe ein bisschen Hunger. Ich sollte also mal bald was essen. Arsch! Kommandozentrale, hier ist Team Bravo. Wir haben einen Toten und mehrere Verwundete. Wir kommen rein und brauchen sofort einen Sammel. Kommandozentrale, hier ist Feuerteam 2. Die Magnetbahnstrecke vom Mars City ist zerstört. Kein sicherer Transport zur Basis möglich. Ende! Alles klar, Feuerteam 2. Zurück zur nächsten Station. Errichtet dort einen Kommandoposten. Ende. Okay, zumindest haben wir hier überall Heilung. Ich habe jetzt irgendein Lager entriegelt. Ich weiß bloß nicht, welches Lager. Bis da hinten? Geht doch nicht, oder? Ich kann das eh nicht steuern, also bringt es eh nichts. Oder habe ich vielleicht was anderes gemacht? Du Sack, Alter! Alle Einheiten, hier ist Sergeant Kelly. Geht zurück ins Hauptquartier und wartet auf Befehle. Hey! Junge, erschreck mich nicht so. Sonst wirst du halt erschossen.
Also ich bin jetzt wieder mittendrin in dem Spiel. Na okay, ich verschieße mich manchmal, aber was soll's. Kack alle Marine-Einheiten. Hier ist Sergeant Kelly. Ich kann von meiner Position Mars City nicht erreichen. Formiert euch am Hauptquartier neu und wartet auf Befehle. Ende. Hey du, hierher. Anscheinend hat's doch noch jemand überlebt. Und da ist die Brücke zerstört, also ja, wir wären so gar nicht weitergekommen, wenn der nicht mehr gewesen wäre hier. Ich dachte, ich sei der letzte Überlebende. Zum Glück habe ich dich gefunden. Jo. Etwas ist passiert. Ich weiß nicht was. Es lief wie eine Schockwelle durch die ganze Basis. Die Leute veränderten sich. Es war verrückt. Ich habe an den Ventilationsschächten gearbeitet. Keine Ahnung, wie ich überlebt habe. Hol Hilfe. Bitte. Och, okay, Mann. Aber dann halt du hier die Stellung und beschützt dieses Ding hier, okay? Also, dass der Kenner hochkommt. Vielleicht komme ich auch gar nicht mehr wieder. Sei vorsichtig. Ich weiß nicht, was da drin ist. Nein, nix. Nixe. Okay, da ist es schon mal ganz blutig. Was war das? Was? Hä? Achso. So ein kleiner Drecksack. Genauso wie der hier. Kommen einfach alle aus ihren Löchern geschissen. Oh, der hat das Maschinengewehr. Schön. Aber leider habe ich keinen Schuss. Ich habe eine Schlüsselkarte bekommen. Und ein bisschen Munition. Kommandozentrale, hier ist Spezialist Würzen. Mein Team ist vor Ort, sie sind alle tot. Ich bewege mich hier blind. Wie lauten meine Befehle? Ende. Spezialist Würzen. Sergeant Kelly hier. Bleib auf der Hut, Junge. Geh zum letzten Sammelpunkt und verschanze dich. Wir finden dich. Das war knapp. Ah, da ist noch eine Drohne auf unserer Seite. Merkwürdig, dass sich unsere Soldaten gegen uns wenden, ne? Was hältst du denn aus, Junge? Ah, da kommt auch noch jemand. Hallo? Danke, dass du gestorben bist. Alter! Ist noch einer. Oh, der hat keinen Kopf mehr. Kann trotzdem noch durch die Gegend laufen. Warum nicht? Kann ich hoch. Muss ich hier lang? Alter, hier durchzusehen ist leider extrem schwer. Aber von hier bin ich gekommen. Genau, okay. Dann gibt es einmal den Weg und einmal den Weg. Nein! Oh ja, und ich habe keine Muni, Alter. Naja, ich hatte zumindest ein bisschen Rüstung und so. Jetzt habe ich mal die Maschinenpistole. Oh, da haben wir noch mal ein bisschen mehr Rüstung. Also war das hier gar nicht lebensnotwendig, aber... Na, Kumpel? War wohl nichts, war mit Ducken. Au! Bist du für ein Fetti, Alter? Okay, wollte ich gerade mal einen Screenshot machen. Oh!
kleiner Drecksack, Alter. Was? Manchmal gibt es ja auch irgendwelche kleinen Anzeigen, die man noch betätigen kann. Aber hier gerade nicht. Was war das gerade? Ist da gerade Fleisch runtergefallen, oder? So, wenn ich den Schrank öffnen möchte, dann glaube ich, brauche ich einen PDA, der gerade hier rumliegt. Hier steht aber keiner drin. Das heißt also, ich muss mir die... Hä? Was? Audiolog von Dr. Cassian, zurzeit stationiert in Mars City. Ich war gerade beim wöchentlichen Status-Meeting auf der Krankenstation. Hauptthema war die große Zahl psychologischer Probleme in der letzten Zeit. Die Anzahl der Krankmeldungen lässt darauf schließen, dass 10% des gesamten Personals auf der Basis Symptome aufweisen. Da viele aber solche Probleme nicht melden, könnte die Anzahl der Betroffenen in Wahrheit näher bei 30-40% liegen. Selbst hier auf der Krankenstation verzeichnen wir einige Fälle. Mehrere Pflegekräfte und ein paar gute Ärzte sind aus ähnlichen Gründen krankgeschrieben. Ich werde offiziell die Entsendung von 2 weiteren Psychiatern mit dem nächsten Shuttle von der Erde anfordern. Unsere 2 sind überarbeitet und die schwierigen Sitzungen mit ihren Patienten wirken sich allmählich auch auf sie aus. Dr. Cassian, Ende. Okay, das war jetzt nicht die richtige Sprachnachricht, dann muss ich die nächste nehmen. Dr. Marcassian, um 15.47 Uhr wurde der Patient Jonathan Wills nach wiederholten Klagen über Schlafmangel und Übelkeit aufgenommen. Laut Pflegekraft war Mr. Wills ruhig und wies keine Anzeichen einer Störung auf, als er in Untersuchungsraum 5 gebracht wurde. Als ich ihn um 3:50 sah, hatte sich seine Persönlichkeit drastisch verändert. Als ich den Raum betrat, stürzte sich Mr. Wills mit einem Skalpell auf mich, das er offenbar aus einer Schublade gestohlen hatte. Mit der Hilfe eines Pflegers konnten wir ihn unverletzt überwältigen und sedieren. Mr. Wills stand unter starken Medikamenten und konnte nicht untersucht werden, schaffte es aber in den 20 Minuten ohne Aufsicht, sich 3 Symbole in den Arm zu ritzen und seine eigene Zunge in 2 Teile zu schneiden. Ich kann nur Vermutungen zur Ursache seiner Probleme anstellen. Ich hoffe, dass bald weitere Psychiater eintreffen. Inzwischen sollte als Reaktion auf seinen Angriff alles medizinische Material in einen sicheren Krankenhausschrank mit dem Code 347 eingeschlossen werden. Dr. Cassian, Ende. Da haben wir den Code. Schön. Da haben wir noch mal ein bisschen Munition bekommen. Ist bitter nötig. War jetzt nicht irgendwie schon schlimm oder so, aber ganz minimal knapp war's. Der Vogel brennt. Bin gerade am Überlegen. Ja. Der hat gerade einen normalen Soldaten erlegt. Und da ist sowieso, wo wir eigentlich hingehen mussten, ne? Ich gehe nur einmal rum. Meine Taschenlampe ist schon wieder leer. Das hier? Nix. Da geht schon mal nicht lang. Was haben wir denn da? Okay, mal mit dem Wachroboter. Ich glaube, das ist, wo die Munitionsschränke und so sind. Oder auch nicht. Aber da würde ich gerne reingehen wollen. 584. Jo!
Jetzt haben wir nämlich Munition und Mass. Naja, zumindest fürs Erste. Und da ich ja eh gleich die Folge dann beende, habt ihr auch schon mal ein bisschen was gesehen. Ja, war ja klar, dass ich nicht weiterkomme. Verbindung hergestellt. Marine, unglaublich, dass du noch lebst. Ich komme nicht nach Mars City zurück. Alle Passagen aus dem Delta-Komplex sind dicht. Ich richte einen Kommandoposten ein, um den Status der zentralen Delta-Behörde abzuhören und mit den Marine-Teams zu kommunizieren. Nimm Verbindung zum Bravo-Team auf und setz die Botschaft ab. Geh zum Alpha-Labor. Dann findest du sie. Ich aktualisiere deine PDA-Sicherheitsfreigabe. Gute Arbeit. Viel Glück, Marine. Alles klar. Da das Spiel hier gerade speichert, würde ich mal sagen, können wir hier beim nächsten Mal weitermachen. Ist gerade die Drohne aktiv geworden? Nee, ne? Wir werden hier auf jeden Fall bei der nächsten Folge weiterspielen. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr dabei geblieben seid. Und ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschalten würdet bei Doom 3. Bis dann und tschüss.